Hallo, Schatz. Verdammt nochmal, wo bist du denn gewesen? Du musst schon gewesen sein, in der Kneipe natürlich. Ich fass es nicht. Und was war mit dem Termin gestern Abend? Du hast deinen Bruder und mich einfach sitzen lassen. Was für ein Termin? Was für ein Termin? Du fragst mich auch nach allen Ernstes, was für ein Termin? Ja. Ich habe den ganzen Abend versucht, dich zu erreichen. Dein Handy war ja wieder mal nicht an. Wofür hast du das Scheißding überhaupt, wenn du es nie anmachst? Komm mal runter, entspann dich mal. Ich sag's. Komm, bleib mal in der Termin. Du wärst sowieso Pillepalle gewesen. Außerdem hatte ich keinen Bock drauf. Wäre sowieso alles umsonst gewesen. Oh, ich fass es nicht. Ich soll mich entspannen? Ich glaub's ja wohl nicht. Geh weg! Du ruinierst unser ganzes Leben! Ich halte es nicht mehr länger aus mit dir! Ach, dann lass doch sein! Schlaf dich ein und. Alexa? Ja. Also nur Spuren von ihr. Frau Hermanns? Sie sind vorläufig festgenommen. Wegen Mordes an ihrem Ehemann Gerald Hermann. Aber was? Kommen Sie bitte mit. Nein. Frau Hermanns, Ihnen wird vorgeworfen, Ihren volltrunkenen, schlafenden Ehemann Gerald am 16. August 2006 morgens gegen 4 Uhr in etwa in Ihrem Ehebett mit einem Kopfkissen erstickt zu haben. Motiv soll die Alkoholsucht Ihres Ehemannes gewesen sein und die damit verbundenen Probleme. So die Anklage, was sagen Sie dazu? Nein, so ist es doch überhaupt nicht gewesen. Ich habe meinen Mann nicht ermordet. Meinen eigenen Mann in unserem Ehebett, wie stellen Sie sich das vor? Ich bin zu einer solchen Tat überhaupt nicht in der Lage. Bitte, das müssen Sie mir glauben. Was ist in dieser Nacht in dem Schlafzimmer geschehen? Ich bin so gegen 23 Uhr ins Bett gegangen und wollte eigentlich schlafen, aber ich war total nervös und habe mich hin und her gewälzt. Ich konnte nicht einschlafen und habe auf meinen Mann gewartet, aber Gerald ist nicht nach Hause gekommen. Warum waren Sie denn so nervös, Frau Hermanns? Weil Sie das schon vorhatten, Ihren Mann zu ermorden, wenn er kommt? Oder war das Ganze dann doch eine spontane Geschichte? Hören Sie doch auf, Sie haben überhaupt keine Ahnung, was in mir vorgegangen Nein? ist. Ich hatte Existenzängste, ich habe mir Sorgen gemacht. Ich wusste einfach nicht, wie es weitergehen soll. Warum, Frau Hermanns, warum das? Wir hatten an diesem Abend einen Termin mit Geralds Bruder Stefan. Die beiden hatten mal zusammen eine Rechtsanwaltskanzlei. Und ja. Bis Gerald ausgestiegen ist. Und an diesem Abend wollten wir mit Stefan noch mal reden, ob Gerald nicht vielleicht doch wieder mit ihm zusammenarbeiten kann. Aber mein Mann ist noch nicht mal erschienen zu dem Termin. Wissen Sie die Gründe, weshalb Ihr Mann... Das wüsste ich allerdings auch gerne. Er hat sich wieder in irgendeiner Kneipe volllaufen lassen. Das hat er im letzten Jahr ständig getan. Gerald war mal so ein anständiger Mann gewesen und er konnte so unwahrscheinlich liebevoll sein. Bis sich dann vor einem Jahr alles verändert hat. Es hat sich also alles verändert, inwiefern? Ja, es war alles ganz seltsam. Es fing damit an, dass er ganz wichtige Geschäftstermine auf einmal nicht mehr wahrgenommen hat. Seine Mandanten hat er hängen lassen, die waren total sauer auf ihn. Und Stefan natürlich auch, schließlich schadet das ja auch dem Ruf der Kanzlei. Und dann hat er auch noch angefangen zu trinken. Anfangs nur gelegentlich und dann später regelmäßig, eigentlich täglich. Und der Ausstieg aus der Kanzlei hatte dann auch unmittelbar mit seinem Alkoholproblem zu tun, oder? Ja, sicherlich. Er war überhaupt nicht mehr in der Lage zu arbeiten. Er kam eines Tages nach Hause und sagte zu mir, dass er seinen Job hinschmeißen würde. Von jetzt auf gleich, ohne jegliche Voranmeldung. Und ich habe ihn dann gefragt, warum er das tut. Und er sagte, er habe einfach keine Lust mehr zu arbeiten. Das Einzige, was er gekonnt hat, ist abends noch in die Kneipen zu gehen und sich zu besaufen. Er hat unser letztes Geld versoffen. Ich musste mehrere Aushilfsjobs annehmen, damit wir überhaupt noch genügend Geld zum Essen hatten. Früher konnten wir uns mal alles erlauben und führten ein Leben in Luxus. Jetzt musste ich jeden Cent zweimal umdrehen. Ja. Und das Verhalten Ihres Mannes war natürlich für Sie sehr schwer zu ertragen. Das leuchtet mir durchaus ein. Und irgendwann konnten Sie es nicht mehr. Ihr Mann sollte wieder arbeiten. Und Sie hatten das doch eigentlich alles organisiert. Er sollte zu dem Termin kommen mit seinem Bruder. Ja. Und was passiert? Er erscheint noch nicht mal da. Stattdessen erscheint er nachts sturzbetrunken und legt sich zu Ihnen ins Bett. Und genau da muss er dann auch sterben. In Ihrem eigenen Bett.
Da haben sie ihn umgebracht. Nein! Das sind die Tatortfotos. Ich habe meine Meinungen auf, Herr Staatsanwalt. Das ist doch noch gar nicht bewiesen, ob sie ihn umgebracht hat. Also halten Sie sich bitte ein bisschen zurück. Das ist aber bewiesen, dass das Kissen die Mordwaffe war. Da sind wir uns vielleicht einig. Ja, aber es ist nicht bewiesen, dass die Angeklagte es war. Es mag sein, dass ich an dem Abend sauer war. Klar, welche Frau wäre auch nicht sauer gewesen in einem solchen Moment? Aber ich habe Gerald nicht ermordet. Das müssen Sie mir glauben. Aber er war doch nicht mehr der Mann, den Sie geliebt hatten, oder? Denn er war doch ein Mann, der eine Arbeit hatte, die Ihnen ein luxuriöses Leben ermöglichte. Das ist doch richtig. Das haben Sie doch eben auch gesagt. Da sind wir doch beim Kern der ganzen Geschichte. Moment mal. Das Leben war vorbei. Sie hatten ganz große Probleme. Und es ging so weit, dass aufgrund der Alkoholkrankheit Ihres Mannes Ihre Existenz in der Tat bedroht war. Er hatte nämlich Schulden gemacht. Im letzten Jahr alleine waren aufgelaufen 20.000 Euro. Es mag hier sein, dass mein Leben im letzten Jahr nicht gerade rosig gewesen ist. Aber eins sage ich Ihnen. Die Abwärtsspirale fing an. Ich hätte den Rest meines Lebens in Armut verbracht, wenn ich nur meinen Gerald zurückhaben könnte. Das ist nicht so pathetisch. Ich habe meinen Mann geliebt, und zwar abgöttisch. Und Sie werfen mir eine derartig kaltblütige Tat vor. Sie sollten sich ein bisschen schämen. Niemals hätte ich meinen Mann umbringen können. Niemals. Frau Hermanns. Das ist das eine. Nur haben Sie irgendwie eine Vermutung, weshalb Ihr Mann, und so wie Sie ihn geschildert haben, klingt das nach Depression zunächst einmal, plötzlich depressiv wurde und dann auch noch alles exzessiv mit Alkohol zugeteilt hat? Wenn ich ganz ehrlich sein darf, ich habe keinen blassen Schimmer, was in ihm vorgegangen ist. Es war einfach kein Rankommen mehr an ihn. Ich habe es versucht, aber es gab noch nicht mal einen gewissen Auslöser. Ich kann es mir nicht nachvollziehen, was einfach da passiert sein soll. Gab es irgendwo einen Hinweis, ab wann das so ging? Ja, wir waren vor einem Jahr noch zusammen in Urlaub in Thailand. Es war ein wunderschöner Urlaub und da war auch noch alles in Ordnung. Und als wir dann zurückkamen, fing es irgendwie an. Den genauen Zeitpunkt kann ich Ihnen nicht mehr sagen. Angela sitzt vor Gericht und ihre Schwester Yvonne erscheint noch nicht einmal. Das ist sowas von typisch. Die lässt sogar ihre eigene Schwester in so einem Moment sitzen. Ich verstehe das auch nicht. Und das, obwohl wir doch alle wissen, dass Angela unschuldig ist. Also ich glaube jedenfalls nicht, dass sie deinen Bruder umgebracht hat. Ja, davon gehen wir wohl alle aus. Sag mal, Stefan, gibt es da eigentlich irgendwas, was du mir bisher noch nicht erzählt hast? Wie meinst du das? Ich verstehe nicht ganz. Ja, was über Gerald? Was vielleicht mit seinem Tod zusammenhängen könnte? Du weißt doch sicher, warum er sich so verändert hat. Hat das womöglich irgendwas mit dieser Thailand-Reise zu tun? Kommen wir wieder zurück zur Nacht vom 16. August. Hat Ihr Mann Ihnen gesagt, warum er nicht zu diesem Termin gegangen ist mit dem Bruder? Der Kanzlei, es war ja verabredet gewesen, als er nach Hause gekommen ist. Hat er da irgendwas dazu gesagt? Nein, es war ja mitten in der Nacht. Wir hatten schon 3 Uhr und ich war auch fürchterlich wütend und sauer auf ihn, weil er, wie gesagt, nicht zu dem Termin erschienen ist. Ja. Und unser Gespräch hat sich dann auf das Nötigste beschränkt und vor lauter Aufregung musste ich eine Schlaftablette nehmen und bin dann so gegen 3:15 ungefähr eingeschlafen. Und als ich morgens wach wurde, da lag er dann tot neben mir im Bett. Also schlichtweg gegen 4 Uhr in etwa wurde der Todeszeitpunkt. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Da schleicht jemand nachts in unser Haus ein und bringt meinen Mann um, während ich daneben liege und seelenruhig schlafe. Ich habe fast 4 Stunden neben meinem toten Mann im Bett gelegen. Wenn ich da jetzt nur dran denke, wird es mir ganz übel. Frau Hermanns, jetzt enttäuschen Sie mich aber doch. Sie geben sich solche Mühe, die trauernde Witwe uns vorzuspielen. Und jetzt kommen Sie mit so einer Geschichte, die so einfallslos ist. Da ist also der große Unbekannte dann irgendwie eingestiegen nachts und Sie kriegen nichts davon mit. Ja, aber so muss es doch gewesen sein. Die Balkontür stand die ganze Nacht offen. Nicht, weil Sie sie aufgemacht haben. Glauben Sie ehrlich, da fährt die Staatsanwaltschaft drauf rein oder selbst die Polizei? Die Spurensicherung hat in der gesamten Wohnung keinerlei Fremdspuren sicherstellen können. Insbesondere nicht im Schlafzimmer, nicht an der Balkontür, nirgendwo. Wir können das ausschließen, Frau Hermanns. Von Ihnen hingegen waren selbstverständlich überall Spuren da. Aber natürlich, selbstverständlich. Sie wohnen da einen Moment. Von Ihnen waren aber auch Spuren am Körper Ihres Mannes. Und das ist nicht selbstverständlich, denn er ist ja erst zu Ihnen gekommen und Sie haben nur noch 2 Worte miteinander gewechselt. Wie kommen die an seinen Körper? Diese Nacht wollte mein Mann noch mit mir schlafen, wenn Sie es genau wissen möchten. Deshalb sind meine Spuren an seinem Kissen und auch an seinem Körper. Und sehr geehrter Herr Staatsanwalt, wenn Sie zugehört hätten, hätten Sie mitbekommen, dass meine Mandantin gesagt hat, dass sie eine Schlaftablette genommen hat in dieser Nacht
Und demzufolge hat sie auch nichts mitbekommen von der Tat und hat auch keinen Täter gesehen. Was das muss ich tun, damit sie mir glauben? Ich weiß nicht, wenn Sie schlafen, wie das dann ist, ob Sie nebenbei was mitbekommen. Frau Dissmann, machen Sie sich um meinen Schlaf keine Sorgen. Glauben Sie ihr das Ihrer Mandantin denn? Glauben Sie was ihr, muss ich denn tun, damit Sie mir das glauben? Das ist doch unglaubwürdig. Ausgerechnet in dieser Nacht will Ihr Mann auf einmal mit Ihnen schlafen. Ausgerechnet da nehmen Sie eine Schlaftablette. Was wissen Sie, wie oft mein Mann mit mir schlafen wollte? Na klar habe ich eine Schlaftablette genommen, weil ich aufgelöst war. Ich hatte Sorgen und Ängste und musste schlafen. Ich habe diese Tablette um 3:15 genommen und bin dann auch eingeschlafen. Der Mord ist um 4 Uhr passiert. Ich kann es überhaupt nicht gewesen sein. Herr Mann, Ihre Ehe war doch am Ende. Ich weiß gar nicht, was diese Trauer hier soll. Die ist doch nur gespielt und falsch. Ihre Ehe war am Ende. Was erlauben Sie sich über meine Ehe derartig zu urteilen? Ihr Mann hatte keinerlei Vertrauen mehr zu Ihnen. Das ist doch die absolute Frechheit, was Sie da von sich geben. Wir haben uns geliebt. Und zwar mehr als Ihnen wohl lieb ist hier anscheinend. Geliebt? Nee. Geliebt haben die beiden sich schon lange nicht mehr. Aber Frau Mendes, genau das ist hier die Frage, ob man sich noch geliebt hat oder vor allen Dingen hier, ob es die Angeklagte gewesen ist, die ihrem Mann das Kissen auf den Kopf gedrückt hat, um ihn im Schlaf zu ersticken. Sie sind ja die direkte Nachbarin der Eheleute Hermanns gewesen. Was für ein Verhältnis hatten die Eheleute zu Ihnen? Also kennengelernt habe ich die beiden vor circa 5 Jahren. Da sind sie neben mir in dieses große, schöne Haus eingezogen. Ja, und anfangs dachte ich noch, dass das ganz nette Leute wären. Die haben also immer freundlich gegrüßt und kamen auch bei mir schon mal auf dem Pläuschen vorbei. Ja, und dann so vor einem guten Jahr ungefähr, da hat sich das dann alles verändert. Genau das hat die Angeklagte uns auch erzählt. Jedenfalls vor einem Jahr hätte sich vieles geändert. Was haben Sie für Veränderungen mitbekommen? Naja, die waren ja anfangs ganz wohlhabend, als sie zu uns in die Nachbarschaft gezogen sind. Und die passten ja auch ziemlich gut da rein. Ja, und dann ist der Gerald plötzlich, er hat seinen Job als Rechtsanwalt einfach hingeschmissen und von da an haben die sich nur noch gestritten. Die haben so laut geschrien, dass ich das drüben bei mir alles in voller Lautstärke mitbekommen habe. Und wenn Sie mich fragen, Frau Richterin, ich glaube sogar, dass der Gerald die Angela geschlagen hat. Spinnst du jetzt total? Frau Mendes, sind das Vermutungen oder haben Sie etwas gesehen? Ja, fragen Sie sie doch selber. Wo steht auch, Frau Hermanns, hat ja jemand Sie geschlagen? Nein, sowas Absurdes. Niemals hätte mein Mann mich geschlagen. Hören Sie mal, jemand hat meinen Mann umgebracht. Der Mörder läuft da draußen noch frei rum. Muss ich hier wirklich sitzen und diese abstrusen Geschichten dieser Nachbarin anhören? Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Also Frau Mendes, Sie interessieren sich ja anscheinend sehr für das Leben Ihrer Nachbarn. Zeigt denn Ihr Nachbarschaftstagebuch irgendwelche Eintragungen für den Tag, um den es heute geht? In der Nacht, in der Herr Hermanns gestorben ist. Haben Sie da irgendwas mitbekommen? Hat es da einen Streit beispielsweise gegeben zwischen den Eheleuten? Oder eine dritte Person, die sich über den Balkon Zugang zum Haus verschafft hat? Ja. Nein, also ich muss sagen, ausgerechnet in dieser Nacht habe ich mal nichts mitbekommen. Aber darüber habe ich mir natürlich auch schon meine Gedanken gemacht. Und ich denke, ich habe deswegen nichts mitbekommen, weil die Angela natürlich versucht hat, besonders leise zu sein. Ja, die wollte ja nicht haben, dass irgendjemand mitbekommt, wenn sie ihren Mann ermordet. Was bist du nur für ein Mensch, Ricarda? Wie kannst du solche Sachen erzählen? Es geht hier um die Ermordung meines Mannes. Hast du denn überhaupt kein... Das ist mir ein absolutes... Frau Mendes, aber ich ermahne Sie jetzt auch hier zur Wahrheit. Sie haben doch gerade eben gesagt, dass Sie nichts von der Nacht mitbekommen haben, wo Herr Hermanns umgebracht worden ist. Also hören Sie doch bitte auf, diese wilden Behauptungen hier aufzustellen. Was soll das denn eigentlich? Also ich habe Ihnen hier nur Fakten erzählt. Und wenn Sie mir nicht glauben, dann können Sie gerne mal mit dem Stefan Hermann sprechen. Das ist nämlich der Bruder von dem Gerald. Und der ist schon mal öfter bei mir vorbeigekommen, hat sich mit mir am Zaun unterhalten und da hat er mir auch so einiges erzählt. Frau Mendes, wenn man etwas andeutet, bin ich diejenige, die dann gern diese Andeutungen auch konkret hören will. Was hat er Ihnen erzählt? Ja, das kann ich Ihnen gerne sagen. Er hat mir zum Beispiel erzählt, dass die Angela mehrfach gedroht hat, den Gerald zu verlassen. Natürlich hat der Gerald das irgendwie nicht wahrhaben wollen oder auch nicht richtig umgesetzt. Jedenfalls hat er ja so weitergemacht wie bisher. Naja, und dann hat er mir auch noch erzählt, dass die Angela deswegen fast durchgedreht ist. Jetzt hör endlich auf mit dieser Scheiße, Ricarda. Ich kann es nicht mehr hören. Und lass Stefan da raus. Der weiß genauso wenig wie du. Also wenn Sie mich fragen, Geralds Bruder Stefan steckt hinter der Tat. Der hat ihn nämlich ermordet. Frau Reinicke, als Schwester der Angeklagten kannten Sie natürlich auch den Bruder Ihres verstorbenen Schwagers, Gerald. Und wie kommen Sie jetzt ausgerechnet darauf, dass Stefan Hermann seinen Bruder ermordet hat? Naja, also die beiden Brüder haben vor ein paar Jahren eine Kanzlei zusammen eröffnet. Und die Kanzlei ist super angelaufen, die beiden hatten ganz viele Mandanten. Das war sogar eine richtige Goldgrube. Also
Die Kanzlei hatte auch einen total guten Ruf und deshalb dachten alle auch, das sei die perfekte Idee gewesen, wenn die beiden Brüder zusammen eine Kanzlei eröffnen. Weil man kennt sich ja unter Geschwistern und man vertraut sich auch. Na ja gut, das muss jetzt nicht immer so sein in den Familien. Auf jeden Fall hat es hier irgendwann Streit gegeben, also zwischen den beiden Brüdern. Ja, richtig. Also am Anfang lief es wirklich super und dann haben die beiden sich immer mehr gestritten. Also die hatten sich wegen aller möglichen Kleinigkeiten in den Haaren. Also irgendwie haben die sich auf einmal gar nicht mehr verstanden. Aber ich glaube ja, dass es hauptsächlich da ums Geld ging. Yvonne, was ist das für ein Auftritt hier? Du kommst hier rein und beschuldigst eindeutig Stefan der Tat? Der hat genauso wenig mit der Sache zu tun wie ich. Ist das jetzt hier so eine Art Racheaktion, weil er dich damals hat abblitzen lassen oder also was? Also bitte, ja. Also so ein Unsinn. Mit der alten Sache hat das doch überhaupt nichts zu tun. Ich bitte dich. Also bislang hatten wir auch irgendwo gedacht, dass es im Wesentlichen um Alkoholproblematiken geht. Haben Sie konkret Streitigkeiten mitbekommen? Ja, das habe ich. Also mein Unternehmen liefert das Mittagessen. Deshalb bin ich halt auch häufiger in der Kanzlei. Wir liefern das Mittagessen für die Kanzlei. Da war ich häufiger da und ich habe ziemlich oft Streitereien mitbekommen. Und die gingen halt immer von Stefan aus. Also der war halt so gierig und der wollte einfach die Mandanten und auch das ganze Geld nicht mehr mit dem Gerald teilen. Haben Sie mal irgendwas gehört? Hat mal jemand irgendwas gesagt? Ich meine, das sind jetzt so Vermutungen. Ja. Also, die beiden haben sich ja immer lautstark gestritten. Eben. Aber um was es wirklich ging, das haben sie ja niemandem erzählt. Aber ich habe es gehört. Also, ich habe ganz deutlich gehört, wie der Stefan zu Gerald gesagt hat, lass die Finger davon, du wirst dich doch nur unglücklich machen. Und wir beide wissen doch, was dann mit dir passiert. Du wirst dein Leben ruinieren und du wirst mein Leben ruinieren. So habe ich es mitbekommen. Und was soll man jetzt davon halten? Also, was? Das wüsste ich jetzt auch gerne. Ich meine, irgendeine Ahnung, was man mit diesem Satz gemeint hat. Ich habe keine Ahnung, wovon meine Schwester hier redet. Ja, das weiß ich auch nicht. Also mehr habe ich nicht mitbekommen. Aber das habe ich gehört. Und vielleicht hatten sie auch ein Geheimnis miteinander, von dem niemand erfahren sollte. Es hat jedenfalls so geklungen. Frau Reinicke, vielleicht hat es so geklungen, vielleicht nicht. Vielleicht hatten sie Geheimnis, vielleicht hatten sie keins. Das sind alles Vermutungen, die bringen uns hier überhaupt nicht weiter. Und was absurd ist, Frau Dissmann, wissen Sie auch, die Sozietät war aufgelöst. Da kann der eine nicht einfach ohne die Zustimmung des anderen wieder eine neue Sozietät gründen. Dazu gehören immer zwei. So, und dass die Anwälte sich vorher gestritten haben, die zudem noch Brüder waren in der Sozietät, das ist auch bei bitteschön kein Mordmotiv, sonst gäbe es aber nicht mehr so ganz viele Anwälte. Ich glaube, Frau Reinicke, Sie wollen hier nur ablenken. Nee, nein. Sie schießen hier ein paar Nebelkerzen durch nein, die Gegend. Nein. Also, ich erfinde hier überhaupt nichts. Ja, so ist es gewesen. Das ist die Wahrheit, was ich hier gerade... Ich habe das so genauso gehört. Natürlich möchte ich, dass meine Schwester hier heil rauskommt. Ja, ich liebe meine Schwester. Aber trotzdem würde ich deshalb niemals lügen. Ich habe mit meinen eigenen Ohren gehört, dass die beiden Probleme miteinander hatten. Ja. Und ich habe eben auch gehört, dass er ihn loswerden wollte. Und da gab es auch überhaupt nichts falsch zu verstehen. Mit meinen Ohren... Herr Staatsanwalt, Gerhard Hermanns ist nicht freiwillig aus der Kanzlei gegangen. Er hat eine kleine Abfindung von seinem Bruder bekommen und ist dann praktisch dazu gezwungen worden. Und erst ab diesem Zeitpunkt ging es nämlich bergab mit ihm. Ja? Und er hat angefangen, wegen der Probleme mit seinem Bruder und der Kanzlei zu trinken. Und wissen Sie, was ich glaube? Dass die beiden schon ein Geheimnis miteinander hatten, wo sie mit niemandem drüber sprechen konnten oder wollten. Ich weiß es nicht, aber auch noch nicht mal meine Mandantin hat Kenntnis davon. Eben. Ja? Gerhard Hermanns hat es leider nicht mehr geschafft, es meiner Mandantin zu erzählen. Aber der Bruder weiß sicherlich einiges davon, was er uns vielleicht erzählen wird. Ja, genau. Der Stefan, der kann uns sicherlich was darüber erzählen. Der steht doch schon draußen, der wartet nur darauf, hier seine Aussage zu machen. Und Frau Richterin, ich hoffe, dass Sie ihn zur Vernunft bringen. Und ich hoffe, dass er Ihnen sagen wird, warum er nämlich den Gerald ermordet hat. Ich kann immer noch nicht begreifen, dass Gerald wirklich tot ist. Die letzten Wochen waren eine verdammt harte Zeit für mich. Ich habe meinen Bruder verloren. Und auf eine Weise, es war wirklich schwer. Ich habe Gerald wirklich geliebt. Wir haben uns nahe gestanden. Es ist schwer zu begreifen, dass er jetzt einfach nicht mehr da sein wird. Herr Hermanns, ich glaube Ihnen schon, dass es Ihnen nicht leicht fällt, auszusagen. Gerade dann auch, wenn Ihre Schwägerin beschuldigt wird, Ihren Bruder getötet zu haben. Ich glaube nicht, dass Angela Gerald umgebracht hat. Wie bitte? Ich bin sogar sicher, dass er es nicht getan hat. Herr Hermanns, meldet sich gerade Ihr schlechtes Gewissen? Nein. Wie bitte soll ich das denn jetzt verstehen? Sie erzählen uns, Sie haben Ihren Bruder geliebt und Sie wären ein Herz und eine Seele gewesen? Ja, das erzählen Sie uns? Aber hat es nicht zuletzt sehr viele Probleme zwischen Ihnen gegeben? Probleme?
Wenn Sie meinen, dass wir uns mal gestritten haben, ja, das ist richtig. Aber das ist ja wohl völlig normal, dass man sich mal streitet. Wir waren Geschwister und Streitereien kommen halt nun mal vor. Das mag sein, aber nicht in dem Ausmaß. Frau Yvonne Reinecke hat uns gerade eben erzählt, dass Sie Ihren Bruder loswerden wollten, dass Sie ihn aus der Kanzlei geschmissen haben. Wie bitte? Und dass Sie es unter allen Umständen verhindern wollten, dass er wieder auf die Füße kommt. Was sagen Sie denn dazu? Das interessiert mich. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Was hast du erzählt? Was ist das für ein Unfug? Ja, natürlich stimmt das. Ihr habt euch doch ständig gestritten. Du hast ihn sogar angeschrien. Ich hab's genau gehört. Du wolltest ihn loswerden. Jetzt gib's doch endlich zu. Hast du Gerald ermordet? Bist du jetzt völlig verrückt? Das kann doch nicht dein Ernst sein, was du hier von dir gibst. Ja, ganz bestimmt. Herr Hermanns, hören Sie doch bitte endlich auf, uns hier etwas vorzuspielen. Haben Sie irgendetwas mit der Tat zu tun? Herr Hermanns, ganz konkret, haben Sie etwas mit dem Tod Ihres Bruders zu tun? Nein, natürlich nicht. Das war alles völlig anders. Anders als was? Es fällt mir ehrlich gesagt etwas schwer, das zu sagen. Man soll über die Toten nicht sprechen, nicht schlecht sprechen und Gerald war auch noch mein Bruder. Aber er war eben kein Heiliger. Gerald war leider ein ziemlicher Feigling. Und ich glaube, diese Feigheit hat jemanden dazu veranlasst, an ihm Rache zu verüben. Was? Herr Hermanns, meine Geduld ist nicht unerschöpflich. Dann sagen Sie uns doch endlich, was Sie dazu wissen. Also gut. Gerald und Angela waren vor etwa einem Jahr im Urlaub in Thailand. Gerald hat dort bei irgendeinem Typen Haschisch gekauft. Er hat was? Wie bitte? Ja, das ist die Wahrheit. Er hat Haschisch gekauft, aber es war nicht viel. Es waren 50 oder 100 Gramm. Ich weiß es nicht genau. Er wollte einfach etwas zu rauchen, sich beschaffen. Was erzählst du denn da, Stefan? Das stimmt doch gar nicht. An seine Jugendzeit oder dergleichen. Ich weiß es auch nicht. Das Zeug ist ja auch spottbillig. Gerald würde niemals Haschisch zu sich nehmen. Doch. Mhm. Also die Tatsache, dass Ihr Bruder jetzt im Urlaub mal Haschisch geraucht hat, ohne das verharmlosen zu wollen, aber deswegen wird er ja wohl nicht ermordet worden sein, Herr Hermanns, oder nein, wie ist nein, es? Nein, nein, natürlich nicht. Das war ja nur der Anfang der Geschichte. Es war so, Angela und Gerald sind zurück zum Flughafen gefahren. Und Gerald hatte wohl noch ein paar Gramm von den Drogen bei sich und hat es wohl vergessen. Aber woher willst du das überhaupt alles wissen? Du warst doch überhaupt nicht dabei. Gerald hat es mir erzählt. Er hat mir erzählt, wie ihr früh zum Flughafen zurückgefahren seid und noch einige Stunden nach dem Einchecken Zeit hatte. Du bist doch shoppen gegangen. Er hat sich in der Zeit einen Café gesetzt, weil er keine Lust hatte, mit dir shoppen zu gehen und wollte dort auf dich warten. Das stimmt doch, oder? Ja, schon, aber... Ja, eben. Und dort hat er dann jemanden kennengelernt. Einen Mann, der Jens hieß, meine ich. Er saß ebenfalls allein an einem Tisch und die beiden sind ins Gespräch gekommen, haben einen Kaffee getrunken, haben zusammen was gegessen. Sie hatten denselben Flug zurück nach Frankfurt. Und da hatten sie wohl ein Gesprächsthema und haben sich miteinander unterhalten, eine Weile lang. Das stimmt, ja. Und was hat jetzt dieser Jens mit dieser ganzen Sache zu tun? Ja, dazu wollte ich jetzt kommen. Dieser Jens hat sich also mit Gerald unterhalten in diesem Café. Und während des Gesprächs bemerkte Gerald auf einmal, dass sich zwei Polizisten mit einem Hund in seine Richtung bewegten. Und er dachte direkt, es sei ein Drogenhund. Er hat sich wohl ausgemalt, was passieren würde, wenn sie ihn dort mit den Drogen erwischen würden. Ihm fiel nämlich plötzlich wieder ein, dass er sie bei sich hatte. Dabei geriet er in Panik. Bei Ihrem Bruder hat man kein Haschisch gefunden, also hat er es verschwinden lassen. Wie? Ja, verschwinden lassen könnte man das wohl auch nennen. Wie ich schon sagte, er war sehr, sehr aufgebracht und es war kein Papierkorb oder sowas in der Nähe, wo er es hätte reinwerfen können. Also hat er es in eine Tasche geworfen, die neben dem Tisch stand. Und diese Tasche gehörte Jens. Das kann aber doch nicht sein, so das hätte Gerald niemals getan, Stefan. Doch, das ist die Wahrheit. Du kannst mir schon glauben, dass ich mir das nicht aus den Fingern sauge. Mit anderen Worten, Herr Hermanns, hat die Polizei statt ihrem Bruder diesen Jens verhaftet. Ja, der Schluss ist ja schnell erzählt. Der Drogenhund hat tatsächlich angeschlagen und dieser Jens wurde festgenommen. Und Ihr Bruder? Mein Bruder, der hat das Ganze nicht mehr mitbekommen. Der hat sich nämlich schleunigst verdrückt in Richtung Flugzeug, als diese Polizisten sich dem Tisch näherten. Und er saß schon im Flieger, als dieser Mann tatsächlich dann festgenommen wurde. Wissen Sie, wie dieser Jens mit Nachnamen heißt? Ja, das habe ich inzwischen in Erfahrung bringen können. Er hieß Jens Lauterbach. Lauterbach, gut. Das heißt, dieser Jens Lauterbach ist in Thailand wahrscheinlich festgesetzt worden und festgenommen worden wegen einer Tat, die er nicht begangen hat, wegen Rauschgiftbesitzes, das eigentlich zu Ihrem Bruder gehörte. So, nur,
Hat er dann möglicherweise einen Grund, sich an ihrem Bruder rächen zu wollen? Ja, aber wie soll er das denn machen? Ich meine, die Gesetze in Thailand, die sind extrem rigide, auch was weiche Drogen angeht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der überhaupt schon wieder da aus dem thailändischen Gefängnis herausgekommen sein soll. Wissen Sie etwas darüber, wie es diesem Jens in Thailand bislang ergangen ist?